Heute soll es gewittern. Ich weiß zwar noch nicht wann und wo, aber wenn, dann sind wir bereit und dann sind wir auch dort. Auf geht's, komm mit. Es soll gewittern. Jetzt gerade ist zwar absolut Sonnenschein und knaller Himmel, keine Wolken und nix. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich so wird. Ich bin jetzt zuerst mal noch auf einem Geburtstag und wenn es heute Abend dann Richtung Gewitter geht, was der Wetterbericht sagt, dann mache ich mich auf den Weg zum Gewitter fotografieren. Schau mal, wo das sein wird. Ich weiß es jetzt noch nicht. Aber bis dahin fahren wir los. 6 hours later. Leute, seht ihr das? Hinter mir, diesen Sonnenuntergang. Yeah, mega. Drehen wir uns weiter rum. Hier diese dunkle, dramatische Wolke. Ey, das sieht gerade in alle Richtungen richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, Fotos zu machen. Was mir auf jeden Fall aber ins Auge gefallen ist, ist hier dieser knochige Baum im Hintergrund. Und was ich vermutlich machen werde, ist, ich werde ein paar Schritte hier in dieses Feld reingehen und Richtung dem Sonnenuntergang fotografieren. Was mir jetzt als erstes einfällt, sind Hochkantbilder, Hochformat. Und damit werde ich jetzt auf jeden Fall mal an den Start gehen. Wir sind hier in der Nähe von Neuenstein. Oben im Vorbeifahren habe ich gerade eben diese Felder gesehen und hier muss ich jetzt anhalten. Ich muss hier ein Foto machen und ich sag's euch, das wird so gut. Ey, wow, einfach nur krass. Seht ihr das? Ey, Sonnenuntergang, besser geht's eigentlich fast nicht. Verdammt, dass ich echt ein bisschen spät los bin jetzt bei dem Geburtstag, aber egal, was geht. Ich habe hier die Kamera. Ich habe sie in dem Fall auf dem Nodalpunktadapter draufstehen und ich habe ein paar Panoramen gemacht oder beziehungsweise ein paar Bilder nebeneinander und übereinander, einfach, dass ich das maximale Feld abdecken kann. Einerseits von Sonnenuntergang über diese krasse Wolke bis rüber in die Richtung. Da hört dann das Panorama auf. Also so weit in etwa, das decken wir ab. Das sind knappe 180 Grad. Ich habe vorhin meinen Kofferraumdeckel ein bisschen hektisch zugemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich blende es gleich noch mal ein in groß. Mein Nummernschild ist abgefallen. Die Hälfte zumindest. Das hängt nur noch an einer Seite. Das ist zack, runtergeklappt. Egal. Macht nichts. Bei so einem Sonnenuntergang. Ey, Leute. Okay, ich muss weitermachen. Sorry. Aber ein paar Bilder kommen noch. Die Sonne, die ist jetzt gerade hinter dieser fetten Wolke da, aber ich meine, ey, guckt euch das an. Diese Farben, also das ist Hammer. Also ich shoot jetzt einfach echt noch ein bisschen. Ich habe gerade die Drohne eine Runde in die Richtung Sonnenuntergang gejagt, bin ein bisschen geflogen. Ich hab ein Panorama mit der Drohne gemacht. Ich mache das wirklich gern. Guckt es euch an, ich blende es einfach hier ein. Das ist ohne Worte. Ich finde es richtig geil. So ein Sonnenuntergang. Und ist es nicht einfach, also wenn ihr auch ein Drohnenpanorama wollt, aber keine Drohne habt, kein Problem, fragt mich, ich bin gerne dazu bereit, euch mit Luftaufnahmen irgendwie zu unterstützen. Also ihr dürft da gern auf mich zukommen, ich mache das wirklich gern und ich habe natürlich auch die ganzen Versicherungen, alles was dafür nötig ist. Also ja, wenn ihr Drohnenpanoramas, Luftaufnahmen von irgendwas braucht, kommt, fragt mich. Also falls ihr es noch nicht wisst, aber nur falls, vielleicht habt ihr es noch nicht mitgekriegt, wahrscheinlich nicht, ich habe es bisher in keinem Video erwähnt. Eine meiner Spezialitäten sind 360-Grad-Panoramen, sprich Google-Fotos, wenn man so möchte, Bilder, wo man im Zentrum steht und sich in jede beliebige Richtung umgucken kann. Ein so ein Bild habe ich jetzt von hier gemacht. Standpunkt ist genau hier. Ihr seht meine Kamera, ich habe vorhin schon den Nodalpunktadapter erwähnt. Das ist hier diese Klammer, auf dem kann ich meine Kamera sowohl drehen als auch kippen. So, damit machen wir 360 Grad Panoramabilder, also richtig, richtig hoch qualitative, professionelle. Was ich jetzt gemacht habe, ist ein 360 Grad Bild von hier mit eben diesem Sonnenuntergang und dieser überkrassen Wolke da hinten. Und jetzt lehnt euch einfach mal kurz ein bisschen zurück. Ich werde das jetzt als kurzen Clip durchlaufen lassen. Mal schauen, so 10, 15 Sekunden, das muss ich jetzt in Nachbearbeitung dann entscheiden. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber ich zeige euch einfach mal hier den Blick rundherum, wie das jetzt bei dem Wetter gerade einfach aussah. Richtig, richtig gut.
Und wie ist das 360 Grad Panorama? Hat es euch gefallen? Bestimmt, oder? Also mir gefällt sowas auf jeden Fall. Ich liebe sowas. Das sind richtig tolle Bilder. Haufen Arbeit, aber richtig gut. Man hat wirklich was davon. Und ja, wie gesagt, wenn du auch solche Bilder haben willst oder irgendjemand kennst, der sowas brauchen könnte, ja, ich kann sowas professionell, kein Thema, alles gut. Auf der anderen Seite habe ich auch eine Rückfrage gekriegt von einer Zuschauerin. Und zwar geht es um Nachtfotografie oder halt grundsätzlich abends, wenn es dunkel ist, zu fotografieren. Thema hier wären zum Beispiel Lichtzieher von Autos. Und ich denke, das wäre vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich, wenn ich ein Tutorial machen würde oder eine Erklärung, wie man einfach solche Lichtzieherbilder macht. Wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, schreibt einfach unten in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn du irgendwelche Anregungen hast, was für ein Video ich in Zukunft mal machen soll, pack's unten in die Kommentare, ich freue mich drüber. Und an der Stelle wünsche ich euch dann mal noch eine gute Zeit, viel Spaß und macht gute Bilder und wir sehen uns beim nächsten Video. Oh, und Folgen nicht vergessen. Abonnieren. Mach's gut. Ciao, ciao.